Ein strahlender Diamant! Ich kann es nicht glauben! Ich dachte, ein Lehrer sei arm, aber es sieht so aus, als wäre Alex reich. Und es sieht nicht sehr schäbig aus. Oh, ich weiß nicht. Gib mir ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Ist es lieb, oder? Hey, du hast gute Arbeit geleistet beim Überliefern aller Geschenke. Dies sollte die letzte Lieferung in meinem Namen sein. Bitte nimm dies. Bitte frag mich nicht. Aber alles, was du tun kannst, ist Alex zu liefern, okay? Danke. Okay. Dann machen wir das. Ich glaube, der wird sich jetzt riesig freuen. Hast du den Diamanten übergeben? Was war die Reaktion von Leonor? Es war diesmal ein Erfolg, richtig? Woohoo! Nach alledem ist sogar ein schwarzer Flügelwächter ein Mensch. Ich wusste, diese Methode funktioniert. Mein Plan ist ein Erfolg. Alles, was noch zu tun ist, ist ein Fazit über sie zu bekommen. Oh je. Naja, hoffentlich werden die beiden ein tolles Paar. Nein. Ich will jetzt nicht durch das Dimensionsportal und außerdem... Das ist das Dimensionsportal. Oder habe ich irgendwie aus Versehen geklickt? Das könnte natürlich auch sein. So, Sol. Missbrauch von den schwarzen Flügeln. Hast du das Wasser ausgeliefert? Du willst mir was zeigen? Bring es näher, lass mich sehen. Wo hast du das her? Ich habe das von einem Dieb aus dem Flughafen. Diese dreckigen Kleinen, dieser Schwarzflügel. Ich meine Kakerlaken. Dass sie so niedrig sinken würden. Wir haben keine Zeit hier zu plauschen. Beeil dich zur U-Bahn und zeig der Dame dieses Item. Ah, jetzt sagt er U-Bahn, nicht Untergrund. Okay, mal wieder schlechte Übersetzung. Ich wusste ja, dass die Kerle nichts Gutes im Schilde führen, aber dass sie so weit gehen würden. Dann mal schnell rüber. Eine Dame lässt man nicht warten. Und zack. Oh, Claudi, ich hab hier was. Pedro, was hast du denn hier? Ich habe keine Mission für dich. Willst du mir etwas zeigen? Ist das nicht eine schwarze Flügelmedaille? Wo hast du das her? Flughafengeschichte. Diese Diebe hatten das bei sich? Ich kann verstehen, warum Sol so außer sich war. Das bedeutet, dass die Diebe schwarze Flügel in Verkleidung sind. Sie haben sich getarnt, um Leute zu attackieren. Die schwarzen Flügel waren die Diebe? So ist es. Ich kann es nicht einfach glauben, dass sie Leute bestehen. Als ob uns zu Tode besteuern noch nicht schon schlimm genug wäre. Wie kann sie es nur wagen? Danke, dass du mich informiert hast. Ich werde die schwarze Flügelmedaille als Beweis behalten. Das kriegen sie zurück. So, mal sehen, ob die Quest später. Kann mir das Edelstein, nö. In das Viktorieninsel-Quest, alright. Okay. Wir haben momentan keine Quest offen. Das heißt, wir müssen leveln. Und Skillpunkte verteilt, gut. Na gut. Dann bis zur nächsten Quest. Bis dahin, tschö mit Ö. Ja, wir sind wieder am Hauptquartier der Resistance. Und Claudia hat eine Quest für uns. Ich bin Level 28, aber die hätte ich schon auch auf 26 annehmen können. Ich war nur blind. Okay. Überbringen der Versuchsrissen. Oh, Pedro, schön dich zu sehen. Das ist keine offizielle Mission, aber ich brauche deine Hilfe. Es war ein Mitglied der Resistance. Du musst nicht kämpfen. Du brauchst nur etwas Medizin und Vorräte abzuliefern. Bitte nimm die Vorräte, die ich dir gegeben habe, und geh zum Treffpunkt hinter der Telefonzelle an der Schlangenstraße. Wenn du einen getarnten Resistance-Agenten siehst, gib ihm einfach die Vorräte. Der Geheimagent kommt normalerweise nicht in die Stadt. Eigentlich sollte er die Welt bereisen. Das ist sein Alibi. Also kann er Edelstein nicht einfach so betreten, selbst wenn er wollte. Okay. Dann gehen wir. Lalala. Ich habe die Schlangenquest immer noch nicht gemacht. Irgendwie bin ich zu faul dafür. So, wir gehen. Ups. Ja, und mein Kätzchen auf dem Kopf dümpelt. Mein Black Kitty hat Probleme mitzukommen. Wir füttern sie mal. So.
vergewaltigen hier schon fast die armen Wächter hier. Oh je. Bams. Zwei kritische Treffer. Ich liebe diese Klasse, ey. Die ist so schön. Meine Battle Mage geht auch richtig gut, aber nichts gegen Wild Hunter. Der ist 100-mal besser. Moment, Schlangenstraße war hier oben. Und ich hab wieder vergessen, mir neue Healing Pots zu kaufen. Moment, hier irgendwo war das kleine Portal. Da oben. Eine Telefonzelle. Und wer kann nur dieser mysteriöse Agent sein? Oh mein Gott, es ist Jay! Ich hörte, dass ein neues Mitglied der Resistance kommt. Übrigens der Versuchsperson Medizin. Hey, Kleiner, ich erinnere mich an dich. Ich auch, du bist Jay! Dein Name fängt immer noch mit einem J an. Wow, du bist doch der Typ, Jay! Sieh an, es ist großartig, dich wiederzusehen, Kindchen. Hab gehört, du hast dich der Resistance angeschlossen. Gut für dich. Was ist eigentlich aus dem Mädchen geworden, das ich gerettet hatte? Vita, nicht wahr? Vita ist im Widerstand beigetreten und lebt jetzt in unserer Basis. Sie war es, die die Medizin hergestellt hat, die bei den Vorräten bei sind. Ah, kein Wunder, dass ich ständig ein Anfangs-V auf all meiner Medizin sehe. Und ich hab gedacht, das steht für verwegener Jay. Ihre Medizin ist bei uns Geheimagenten so beliebt, weil sie so wirksam ist. Dennoch, irgendwas ist komisch mit dieser Medizin. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Wieso, ist auch nicht so schlimm. Egal, wir kriegen 10 Rückkehrschriftrollen. Das ist schön, brauche ich keinen zu kaufen. Nein! Und wieder fehlt mir 1/3% zum Level Up, ey. Das ist so ekelhaft. Naja, jedenfalls danke ich dir für die Sachen, Kindchen. Ich habe so das Gefühl, wir werden schon bald zusammen im Kampf sein. Bis dann. Kämpfe weiter für die gerechte Sache. Das mache ich, mein Freund. So, wir töten jetzt einfach eine Schlange, weil wir das können. Und noch eine. Ah. Komm schon, ich will ein Level Up haben. Level Up, schön. Und wir haben eine Quest bekommen. Mensch, ich muss meine Zigarette ausdrücken. So. Und verteilen wir noch schön Skillpunkte. Ich mache immer noch Autozuweisung, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Klasse skillen sollt, Autozuweisung. So, hier noch 3 Punkte verteilen. Bis Level 30 könnt ihr alles skillen. Ich würde mich hier zuerst auf Jaguar-Reiter und Dreifachschuss konzentrieren. Und dann kann man sich zwischen Jaguar-Sprung und Armaufsteigung entscheiden, obwohl Armsteigerung da sehr effektiv ist, weil ihr dann schneller schießt. So. Irgendeine Maple-Story möchte dir eine Nachricht schicken. Die dritte Mission. Das heißt, wir können nicht mehr tun. Wir haben neue Informationen. Die schwarzen Flügel, die sich selbst als Bande von Diebe getarnt haben, wollten Searle angreifen. Sie wissen, er ist Teil des Widerstandes. Da er ebenfalls der reichste Typ in der Stadt ist, planen sie ihn anzugreifen und sein Geld zu stehlen. Bitte hilf Surf. Searle. Searle ist wahrscheinlich alleine am vernachlässigten Park nahe Edelstein Park 2. Die schwarzen Flügel werden versucht, das auszunutzen. Geh und beschütze ihn. Das ist das erste Mal, dass du direkt gegen die schwarzen Flügel kämpfst. Das zweite Mal. Ich wünsche dir viel Glück. Ich bin zuversichtlich, dass du in der Lage bist, mit ihnen fertig zu werden. Das bin ich. Und da wir schnell sein müssen, nutzen wir direkt die geschenkten Schriftrollen. Und Edelstein Park 2, ich komme. Oh, praktisch. So, gute Frage, wo ich durch muss. Ach, hier doch nicht. Und abwärts. So, hier irgendwo muss jetzt wieder ein geheimes Portal sein. Da oben. Wo ein Fall mit Portal steht. So, ich komme. Diese schwarze Flügel. Hey, was machst du da? Jemand wird mich angreifen, aber die Dinge hier laufen gerade so friedlich. Andererseits vielleicht etwas zu friedlich. Soll beschützen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Verfolgt dich wirklich jemand? Wer würde einen alten Mann, wie ich es einer bin, verletzen wollen? Diese schwarzen Flügel sind Angsthasen, aber ich mache mir weiterhin keine Sorgen, denn ich habe zu viele Dinge in meinem Leben erlebt.
Sie können mir keine Angst einjagen. Soll ich überhaupt keine Angst haben, wie mutig er doch ist. Ich glaube, dass die schwarzen Flügel zu feige sind, herauszukommen. Wenn du hier bist, lass uns einen Weg finden, sie herauszulocken. Aber wenn ich dich allein lasse, dann wirst du in Gefahr sein. Du bist derjenige, hinter dem sie her sind. Hey, du denkst, dass sie diesem alten Mann Angst einjagen können? Na, ich vertraue dir. Du bist ein starkes Mitglied der Resistance. Du wirst mich beschützen. Jetzt lass uns zu einem abgeschiedenen Ort gehen, wo die schwarzen Flügel sich sicher genug fühlen, um hervorzukommen. So. Und wo sind sie? Oh, ich würde noch mein Kätzchen. Miau. Da sind sie. Bams. Noch mehr verdächtige Diebe. Oh, Mann. Haben die nicht mehr drauf? Ich glaube, wir müssen jetzt 3 Minuten durchhalten. Ich weiß nicht. Ah, wir müssen so... So, nein. Ah, ich muss mich buffen. Na, wir müssen... Soll 3 Minuten lang wirklich beschützen. Oh, Mann. Ich spam jetzt einfach Pfeile. Wie gut, dass ich eben welche gekauft habe. Bams und Bams. Jupp. Ach man, ist das langweilig. Noch 2,5 Minuten und ich muss hier irgendwie die Zeit totlabern. Ah, was kann ich das hier? Ah, ich habe heute ein bisschen mein Zimmer ausgemistet. Bisschen den Schreibtisch aufgeräumt. Werde ich noch die Sachen auf meinem Schrank ein bisschen aufräumen, weil... Ich brauche nicht alles, was da oben rumliegt. Mein Urlaub ist auch langsam vorbei. Das finde ich doch ein bisschen schade. Aber man muss ja arbeiten, um an Geld zu kommen. Denn sonst hätte ich nicht diese schönen Sachen hier. Scouter, die süßen Kätzchen. Ja, Kitty, komm, du könntest mal was tun. Aber kommt schon. Habt ihr nicht mehr zu bieten? Ein noch mehr verdächtiger Dieb. Die sehen alle aus wie Hasen, ey. Oh, jetzt wird's kritisch. Aber... Die haben keine Chance gegen uns. Das sind so kleine Häschen. Hä? Was geht denn da bitte ab? So, Bams. Wollt ihr noch mehr? Ich hab hier genug im Gepäck. Kann ich den ganzen Tag so machen. Aber blöd, dass die keine Erfahrungspunkte bringen. Das ist gemein. Und zack und bam. Noch 1 Minute. Das ist gut, das ist gut. Pfeilhagel, yeah. Ich bin mal wieder kreativ im Makro erstellen. Obwohl, vielleicht sollte ich das umändern. In 99 Pfeile oder so, aber dafür sind es zu wenige. Naja, mal sehen, was noch für Skills kommt. Vielleicht kann ich dann ein besseres Makro erstellen. Die Tiger-Klau auf meinem Dualblader, die gefällt mir. 2x Uppercut, 1x Bloody Storm. Das fetzt man sich so richtig schön durch die Gegner. Vor allem 2x Uppercut, weil dieser Skill in der Luft mehr Schaden verursacht. Also befindet sich der Gegner in der Luft, bekommt er durch Uppercut ein bisschen mehr Schaden. Deswegen könnte ich Gegner quasi one-hitten mit diesem Makro. Und wir haben die Quest vollendet. Aber wir warten, bis die Zeit abläuft. Denn... Es kommen immer Diebe raus. Wir wollen soll eins draufhauen. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Puh, das war knapp. Aber ich hatte recht über dich, Kindchen. Ich wusste doch, dass du in der Lage bist, mich zu beschützen. Danke dir. Ich glaube es einfach nicht, dass die schwarzen Flügel so tief sinken würden. Aber ich mache mir keine Sorgen. Mit Widerstandskämpfern wie dir bin ich sicher, dass wir sie bald los sind. Sehr gut, aber wir haben anscheinend keine neue Quest. So, Elnat. Ja, natürlich wieder ganz unten. Wieso kann er nicht ganz oben starten? Nein, wir haben hier nur finde den vermissten Gegenstand. Aber die Quest habe ich schon erledigt. Wie gesagt, ich mache nur die Resistance.